Hallo Leute, willkommen bei einem Let's Play von Buried. Ja. Wir hatten eben schon mal versucht, dass da ging irgendwie gleich alles schief, was wir sonst normalerweise schaffen. Ja. Und ja, dann starten wir mal jetzt einfach von neu. Los geht's. Enough walking for today. We set up camp here. In case you boneheads have forgotten, the world is broken. Very broken. The dead walk the earth. And what remains of civilization is at the mercy of forces we barely understand. What makes you think we're gonna find something different at this new place? I don't know that we will, but at least we'll be sure. Sure of what, exactly? I don't know. His memory's going again. Your name is Russman. Russ Mann. That my first or last name? We don't know. You're just Russman. Yeah, anyway, you're a former operative from Broken Arrow. You've been walking the Earth since the, incident. Yeah. I think I remember. The town. That's right! That's where you found us! When we met, you already had your lapdog in tow. What do you mean, lapdog, huh? I'm the only one who knows what to do! Don't talk stupid, Stu. All you know is whatever the German tells you to think. I don't think you're in any position to ridicule Mr. Stuhlinger, particularly given your own proclivities. You better watch your mouth before you say something you regret, boy. Enough! We need to remember why we're here. We've all been jumping through hoops for reasons we don't fully understand. Fully understand? All right, for reasons we don't understand at all. Point is, we do it. We keep moving, we keep fighting. It's what we do, day in, day out. If you really need a reason why we do this, I'll give you one. We do it because doing something, anything, is better than doing nothing. The rift is less than one day's travel. We move at dawn. What if we don't find answers? Then we'll just have to ask more questions. So, das war die Cutscene. Die Einführung. Die Einführung, genau. Ja, das ist dann der Anfangsraum. Hier gibt's aus nichts, außer das, was ihr hier seht. Ja, da muss man, außer die Elsa da oben, die kann sich nur einer holen. Der muss dann hier hochlaufen. Also ich bin oben, Hans ist unten. Du musst dann hier hochlaufen und da ranspringen. Und dann geht das Ding sofort runter, also das ganze Teil fällt runter. Man muss sich die ganz schnell kaufen. Und dann fällt man da runter, man kann auch direkt da reinspringen. Ja. Yeah! Yeah! Oh komm, Alter, ja, gut. Nee. Krache. So, im Hintergrund labert jetzt gerade irgendjemand, den kein Schwein versteht. Mann, ich habe in Runde 1 nach 10 Sekunden meinen ersten Death bekommen. Meine Fresse, ist das scheiße. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber... Das ist nicht so scheiße, wie der Anfang, den wir eben hatten. Genau, der war ja richtig schrecklich. Da bin ich da hochgelaufen. Hat der Spaß die Elsa nicht gekriegt. Dann ja, vor allem, weil ich direkt daneben stand und schon gedrückt hatte. Dann bin ich dann runter zu ihm hin, oder nicht. Musste hier erst noch alles töten, musste mir die scheiße Remington... Nein, warte. Doch, die Olympia holen. Herrlich. Ja, wir zocken jetzt einfach so total billig den Splitscreen. Weil er das Season, weil er den Season Pass nicht hat. Außerdem kann man ja halt bei beiden gucken. Ja, kann man das zweimal angucken und zweimal liken. Einmal für mich und einmal für André. Okay, zweimal für mich, einmal für Tim. Das kann man ja.
Ja, doch, einer geht noch. Okay, kannst du reparieren. Nö. Schon wieder. Das war eben genauso. Wir haben in der scheiß zweiten Runde. Okay, kommst du mit runter? Also ich versuche jetzt da ranzuspringen, ganz schnell die Elsa zu holen und dann habe ich ihn runter. Ja klar. Bei die Elsa. So, nochmal richtig. Ja! Das, man muss richtig schnell sein, das ist echt sehr gesagt. Gut, dann hole ich mir nochmal 1000 Punkte. Hier ist eine Art Kreide, die kann man dann hier dran machen. Dann malt ihr eure eigenen Waffen an die Wände und dafür kriegt ihr 1000 Punkte. So, bitte mal. So, dann laufen wir gleich hier lang. Hier müsst ihr aufpassen, wenn ihr hier rüberlauft. Das stürzt ein. Das ist die scheiß Elsa, so, hier kann man runter. So, tut ein bisschen weh, aber ihr müsst ja nicht runterspringen mit voller Kraft. Ja, ihr könnt das auch machen, wenn ihr wollt, ne? Das liegt ja auch bei euch. Wie scheiße das ist. So, dann ist hier direkt auf die Box. Und ja. Ja! Beste Waffe im kompletten Zombie-Modus. SMR mit super geiler Präzision. Alter, halt die Fresse, was die Elsa hat. Yeah! Yeah! Oh, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Oh Gott, yeah! Jetzt mach ich sie fertig. Ich fix sie alle zusammen. Oh, einmal das. Ja, klar, das ist besser. Lass mich mal dann jetzt hier ein paar töten, weil ich meine, ich habe die SMR. Die ist besser. Ja, als alles, was ich habe. So, dann hole ich mal gleich Dumpy. Da, Dumpy ist ein richtig cooler Typ, den müsst ihr mal bei Facebook liken. Der hilft uns immer sehr hier. So, also ihr geht hier hoch, die Treppe, und dann springt ihr hier rüber. Dann geht ihr hier rein. Hier kommt ihr so eigentlich nicht raus, es sei denn, ihr holt euch den Schlüssel, der zum leuchtenden Schädel ausrichten wird. Oh, gut. Ah, und da hat er noch eine Waffe. Öffnet die Tür hier, dann ist er ein bisschen etwas groß. Nimmt hier den Alkohol und gibt ihn in die Richtung, wo er laufen soll. Und er zerstört dann die Barrikade, die man nicht mit Punkten öffnen kann. So gut wie alles, ja. Alter, die sterben mir jetzt schon nicht mehr von der SMR, Mann. Nein, natürlich nicht. Ich würde dir das Ballistic Knife... Hab ich nicht mehr. Was ich hab dafür halt den Revolver. Achso, na dann würde ich den Revolver benutzen. Der ist voll cool. Na, solange wie die SMR noch ein kleines bisschen durchzieht, sollte ich das benutzen. Oh, langsam auf. Just goes with take your help, don't mean we appreciate it. Hinter dir. Ich hab von... Ganz toll. Alter, komm. Was soll die Scheiße? Ah, ich hab eine 3 getötet. Ich will die 5-7 tauschen. Ja was, ich hab die SMR. Ja, klar. Kannst auch machen, ne? Das ist keine Waffe. Ja, ich will sie trotzdem... Na, halt die Fresse, das ist keine Waffe. Du hast doch den scheiß Revolver. Alter. Ich hab die SMR. Wird nicht besser, ne? Man kriegt immer nur Scheiße. Ja, letztens am Anfang, als wir das erste Mal gespielt haben, da habe ich ja gleich hier die Hammer gekriegt. Hm. Und du den Paralyzer. So, die Tür ist äußerst nützlich, denn da in dem Haus hier, in der Stube, ist immer der Alkohol. Oh Gott, Zombies! Das ist ein Zombie-Modus schon mal nützlich. Arsch. So, da ist Juggernaut, das sollte man sich auch so schnell wie möglich freischalten. Hier gibt es übrigens auch ganz normal Strom, so wie in den alten Maps immer. Boah. Hab ich. Oh, die spawnen direkt vor meiner Platte. Ja, das ist scheiße, dass die halt auch fast aus der Erde rausspringen immer. Ja. Boah, weißt du was? Oh, komm, Junge. Muss denn abwarten? Double Point. Alter, was? Lass das, Junge. Ja, ich will auch Punkte. Ja, was? Du hast die scheiß Elsa. Ja. Deswegen will ich Punkte. Ja, du hast keine Punkte nötig. Hilf mir mal. Du hast echt zu kotzen. Also echt. Hilf mir schnell. Komm schon, schnell. Oh, das ist die neue schnell. Raygun. Die musst du nehmen. Nein. Du schaffst das. Oh! Das, was ihr da seht, ist die Raygun Mark 2, 3 Feuerschussbetrieb. Oh Gott, war das knapp! Und, ist cool.
Ich hatte die noch nie. Nee, die ist auch sehr selten. Ja, Revolver Raygun. Ich mach Punkte jedem. Gut, ich öffne dann mal die Tür hier. 1250 ist Gott sei Dank ist der Revolver komplett overpowered. Dann liegt dort irgendwo immer der Alkohol. Gut, und wenn ihr hier hochlauft, die Treppen hier lang hoch, ist hier der Strom. Yeah. So, ich fahre hier irgendwo durch die Gegend. Oh, der Revolver ist echt geil. Also doch. Oh nein, jetzt habe ich den Spasten angeschossen. Wenn ihr ihn anschießt, dann ist er böse, läuft weg und irgendwo ist ein versteckter Schlüssel, den ihr nie im Leben findet. Oder ist das irgendwie von Map zu Map immer anders oder was? Was? Der Hammer. Bist du? Das war Teddy. Ja. Ich dachte schon, ich habe jetzt meine Waffe verpasst. Gut, jetzt kommt das Witzige, wenn ihr den angeschossen habt, dann ist irgendwo auf der kompletten Map ein Schlüssel. Den könnt ihr dann stundenlang suchen. Ja, das ist schön, denn ich habe keinen Plan, wo der Schlüssel sein kann. Wenn ihr das Haus öffnet, hier sind diverse Parts. Also. Hier ist auf jeden Fall schon mal nichts. Doch so viel. Ja. Und da sind jetzt halt nur noch. Also die Tür, 750. So. Hoffentlich ist hier der Schlüssel. Nein. Geil. Ich laufe hier einfach die ganze Zeit wirklich durch die Gegend. Und du bist es, oder? Doch. So. A94? Klar, ne? Klar. So, wie komme ich denn hier jetzt raus ohne... Du darfst da nicht so schnell drauf gehen. Na, hier ist die Box übrigens. Not your Raygun. Ja, wir sollten vielleicht nicht immer durch die Gegend rushen und einfach nur töten, was das Zeug hält. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Wo ist die Box? Bei Mule Kick. Okay. So. 91. Wie bist du denn schon mal gekommen? Ich bin durchgeklatscht. Oh, was zum... Nimm doch die Raygun. Heilige Scheiße. Das Ding geht durch Körper durch. Okay. So. Ich bin der Skiller, der ohne Juggernaut nicht die nächsten 2 Sekunden überleben kann. Aber wenn ich Juggernaut habe, dann... Stirbst du früher. Noch früher.